liebe das Sockentutorial. Wie Leben haben wir? Da hat er nochmal gegen gehauen, hier nochmal gegen gehauen. Auch nochmal hier. Die Dinger. Noch zwei Tikis. Boah, bitte, ey. Bitte, bitte, bitte. Da ist auch noch eins. Zwei. Ey. Wehe nicht. Ach. Wir haben keine anderen Socken. Komm. Ja. Läuft. Kein Socke für uns. Allerdings sehe ich hier nichts mehr zum Kaputthauen. Wieder bin ich blind. Oder hier gibt es wirklich nichts mehr. Ist doch nichts mehr. Oder? Nee. Nee, nee, nee. Hm. Vielleicht alle Passanten schlagen? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Was soll das denn sein? Da muss auch mal einer drauf kommen, ey. Also wirklich schwierig. Lol, was? Ja, habe ich jetzt wieder auch nicht verstanden, aber wir haben immerhin alle 8 Socken. Und das, das wollten wir doch. Gut. Dann geht es weiter in den Quallenfeldern. Und zwar meine ich, also 5 Socken fehlen uns da schon wieder. Das ist schon wieder der absolute Oberhammer. Das glaubt man schon wieder gar nicht. Aber egal. Ist die da noch? Ja. Schaut. Da ist sie. Man müsste jetzt mit Patrick den See austrocknen. Oder man macht es ganz geschickt. Man springt einfach in die Mitte. Aber eigentlich wollen wir das doch clever machen, oder? Wo ist denn die erste Haltestelle? Da ist, meine ich, eine. Da. Ja. Wo ist denn hier das Video? Das ist doch das falsche Video, was die hier anzeigen, oder? Hä? Haben die einen falschen Link? Gibt's doch gar nicht. Auf jeden Fall, wir nehmen erstmal den Socke. Wir müssen hier einmal runterrutschen, denn wir brauchen Patrick. Und dann meine ich, dass wir mit Patrick sogar reisen können. Geschenke öffnen ist klasse. Ich laufe doch nicht den ganzen Weg zurück mit ihm. Wir spawnen uns da gleich schön hin. So, wo haben wir die Haltestelle? Sind wir vielleicht schon vorbei? Ne, da vorne ist eine. Stimmt, man spricht ja mit ihm und dann, dann kriegt man ja seinen Charakter. Ne, das ist jetzt das richtige Video hier. Wir nehmen uns Patrick und spawnen uns dorthin. Ach, die mit ihrer Werbung immer, ne? Hammer. Genau. Ich werde sie zerschmettern! Da oben ist das Eis. Dann gehen wir mal hier rein. Hat das was gebracht? Nö. Egal. Oh, der erste Socke, der war wohl. Der war wohl ganz woanders. Das war echt doof, hier hochzugehen, aber egal. Wow, was kommt da? Das war arschknapp. Hey, nach
nach jedem Sock kommt eine Werbung hier oder was? Was soll das? Wir müssen einmal den See austrocknen. Ist hier noch irgendwas Cooles? Ja, nur ein paar Blumen und der Socke. Nehmen wir. So glänzend. Hallo! Gute Güte, noch einer! Jetzt hier hoch? Gar nicht? Fischgrütze! Okay. Nicht. Ja, und der andere, da müssen wir wieder SpongeBob wechseln. Auch gut. Da ist auch eine. Holla, die Waldfee, bin ich müde. Was ein tolles Geräusch. Das ist der Pisskopf hier, das wissen wir. Da vorne ist die Bushaltestelle. Wie oft soll ich mir denn jetzt hier noch die Allianz-Werbung angucken? Meine Fresse. Was war denn 1? Also, Socke 1 befindet sich in der Nähe. Achso, da musste man so einen Bungee-Jump machen. Direkt am Start. Da irgendwo. Damit man die dann einfach ein oder wir gehen mal gucken. Wir wollen das natürlich in der Reihenfolge machen normalerweise. Die hauen die Tikis kaputt. Alle Tikis? Ne. Die liegt da am Abgrund. Aber da waren wir glaube ich schon. Wir gehen mal gucken. Hier sind sogar noch Blumen. Vielleicht waren wir hier auch gar nicht. Das kann natürlich sein. Liegt aber nichts. Ne. Okay, die schon mal nicht. Dann bin ich aber gespannt, wo ich trotzdem noch 4 Socken finden soll. Socke Nummer 3 liegt. Ja. Man drückt den Knopf und dann spawnen diese Fässer. Und dann geht es auf die Insel und da müsste einer liegen. Leider liegt da keiner mehr. Oh. 23.20 Uhr ist auch schon eine Ansage. Nö, haben wir leider nicht. Dann, ah, jetzt weiß ich's. Wir haben 2 Sachen, die wir noch gar nicht benutzt haben. Einmal dieser Seifenblasen-Move und einmal haben wir noch was ganz Lustiges eigentlich. Muss noch mal kurz überlegen, wo das war. Das müsste doch... mal sehen. Da müsste das doch gewesen sein, irgendwo. Und zwar... oh. Da oben. Genau, kommt man denn hier hoch? Ich glaube nicht. Okay, dann müssen wir eine extra Runde drehen. Jetzt weiß ich's. Da habe ich auch noch gesagt, das ist eigentlich ganz cool. Machen wir doch mal schnell. Ich dachte, hier wäre schon diese komische Schranke. Wir können ja jetzt das hier, ne? Wisst ihr ja. Die beiden sind im Doppelpack. Und... jawohl. Ihr seht, man kann hier noch bowlen. Einfach so, just for fun. Und jetzt werden wir versuchen... alle auf einmal! Das war sehr schlecht. Das war sehr schlecht. Sowas von schlecht gebaut. Ja, läuft. So, also so schlecht kann man gar nicht sein, aber egal. Cool.
Ein weiterer Socke ist da oben drauf. Ja. Auf diesen komischen, genau, auf diesem komischen Ding da. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Komisches Ding nennen wir es mal. Aua. Nimm das. Oh, da habe ich auch noch. Alter, was ist denn los? Ich guck da auch gerade die ganze Zeit nicht hin. Moment. Moment. Da wären Tikis. Da müsste auch einer drauf sein. Zumindest hier angegeben. Wenn der das ist. Ne, das ist er doch gar nicht. Moment mal. Also wir springen da erstmal hoch. So. Ganz einfach. Und wenn wir dann da hochgesprungen sind... Ja. Ah, okay, hoch. Na, wir gehen erstmal hier hin. Krass, Alter. Krasser Shit. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube jedoch. Genau, hier waren wir nämlich schon. Ja, dann, da oben ist er doch. Den sehe ich doch jetzt schon. Krass. Ich kann mich auch gar nicht mehr dran erinnern, an die Stelle hier. Heftig. Ja, krass. Man geht hier drüber, springt ein bisschen und da ist er. Wie gesagt, hier waren wir auch noch nicht. Ja, geil. Wir haben 12. Fehlen noch 2. Im Video sackt er den hier gerade ein. Moment. Wo ist denn der nächste? Komm. Bei Meerjungfrau, Mann. Ist ja ganz klar. Ne? Haben wir da nicht voll lange gebraucht, den einzusammeln? Oder muss man einfach jeden... Ne, der liegt da auf der Strecke. Kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Leute, da liegt einer auf der Strecke und zusätzlich am Ende noch einer. Also hier sollte einer liegen. Oder muss man alle Digis zerstören? Das kann natürlich auch sein. Oh, hier ist keiner mehr. Wir gucken mal. Wir zerstören erstmal alle Tikis. Das heißt, der, der, der. Oder spawnen die neu? Nee. Okay. Nein, den haben wir nicht erwischt. Fuck. Geil, das sind ja nicht viele. Direkt hier rein. Und nochmal, weil es ja so viel Spaß macht. Müssen wir nochmal die rechte Bahn nehmen. Zack. Den haben wir. Kann man nicht auch zurückrutschen? Von wo kommen wir denn? Von hier, ne? Schade, geht nur am Sandberg oder was? Nein! Spawnen wir denn? Hey, unser Spawnpunkt war hier. Der hat doch im Video hat der doch auch nicht alle, oder? Alle Tikis. Nö, dann liegt die da wohl einfach. Dann brauchen wir den wohl nicht. Warum? Nein, 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 nein. Ich rutsche hier runter, du Sack. Okay, 8 von 14. Wären das dann? Der 9. Socke ist in der Höhle und den habe ich, glaube ich, schon eingesammelt. Und zwar, wenn man da Melonen hochgeht. Oh ne, da muss ich ja wieder so weit laufen. Scheiße.
Kaka. Zurück. Ja. Und dann brauchen wir einen Karton, ne? Würde ich sagen. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Einen Karton. Da. Aber auch den haben wir, glaube ich, schon. Den Sockenkaka. Nein, stopp! Nein, 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 nein. Ich will gar nicht runter. Nein, 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 nein. So. Der Socke müsste irgendwo. Irgendwo. Irgendwo hier. Man wirft die eine Melone auf die andere. Dann müsste man da dran kommen. Irgendwo hier oben müsste dann einer sein. Da war es hier. Wo ist denn das Video? So, der nimmt die Melone, wirft die dahin. Klettert einen hoch, nimmt die und kann man auf die andere werfen. Genau. Dann auf die letzte und dann liegt er da oben, okay. Haben wir aber schon eingesammelt. Interessant. Dann See austrocknen. Auch noch interessant. Hoppla. Aber auch, auch die haben wir, glaube ich, schon. Juhu, los geht's! Meine ich zumindest. Einmal hier lang. Ja. Haben wir auch schon. Dann wäre die nächste Socke. Genau, da brauchen wir doch den Seifenblasen-Move. Hä? Boah, sind das behinderte Spawnpunkte. Komme zurück, wenn du den Seifenblasen-Move beherrschst. Der war das. Ja, wo haben wir den Bums denn? Erstmal. Da unten sind doch Plattform-Dinger. Oh, Servus. So, hier hinstellen und alle Tikis kaputt hauen. Aua, ey, Junge. Wie weit schlägt der denn, sag mal? Gibt's doch gar nicht. Die auch noch. Ganz easy. Okay, doch nicht so easy. Jawohl. Socke. Noch ein Fund für Patrick. Socke 13 von 14. Das heißt, uns fehlt nur noch eine einzige. Ja, wo ist die letzte? Keine Ahnung. Wir haben noch drei Möglichkeiten. Die werde ich jetzt abwarten, bis das Video vorbei ist. Ja, danke. Schön, 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 schön. Die nächsten... Da kommen wir gerade her. Da gehen wir nochmal hin. Auf die Plattform, okay. Und dann... LOL. Ich glaube, wir haben ihn. Da unten. Meine ich zumindest. Es gibt ja nur eine davon. Sehen wir die da schon? Nennt mich auch Schwamminator. Noch sehe ich nichts. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ne, haben wir auch schon.
Gut. Die haben wir schon. Ansonsten. Gehen wir mal hier lang. Ach, das. Hinter dem Eisstück, da hatten wir doch unsere, hier hatten wir doch auch unsere Probleme. Mit dem Kollegen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Hier ist noch einer. Irgendwo. Vielleicht. Nö. Ansonsten eine Möglichkeit noch. Beim Quallenkönig. Was muss man da machen? Irgendwas muss man hier machen. Runterrutschen. Und dann. Und dann. Nimmt man so eine Abkürzung. Und dann liegt die da drin. Läuft. Schenke öffnen ist klasse. Das wäre dann aber auch die letzte. Da ist sie. Zack. Patrick sollte mal wieder waschen. Und schon haben wir alle Socken. Perfekt. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Und bis dahin. Ciao.